Wenn ihr irgendwas im Hintergrund rumpeln hört, das ist, weil die Putzfrau oben meint, dem Mann versaue ich sein Video. So Leute, ich mache nicht oft Videos mit Kappen und auch nicht so oft Update-Videos. Zumindest fühlt es sich nicht mehr so an. Der Januar ging für mich unendlich langsam rum. Ich hoffe, für euch war das Ganze ein bisschen zügiger, weil ansonsten mein herzliches Beileid gehört zu den armen Menschen, zu denen ich auch gehöre. Aber diese Woche wird alles anders, wurde alles anders. Ja, wir hatten im Januar ganz wenig Content. Wir hatten zwei normale Videos nur noch jede Woche. Und dazu halt noch die zwei Booster, die jede Woche. Und ich muss halt sagen, mir haben Gameplays echt gefehlt. Ich fand das ganz cool. Ich verstehe nicht, warum letzte Woche das Video so wenig Aufrufe hat, wo es um die verschiedenen Game-Modes geht. Fand ich tatsächlich ein sehr cooles Video, aber anscheinend ist das Interesse an Game-Modes in Magic nicht so hoch. Ich werde das nochmal probieren mit einem anderen Game-Mode. Vielleicht habt ihr da mehr Interesse dran. Vielleicht lag es auch einfach nur an diesen Zendikar-Dingern, die keiner versteht anscheinend oder so. Oder die Leute kannten es schon, haben es schon durchgelesen. Wie gesagt, ich werde es mit den anderen Sachen mal probieren. Wenn das immer noch nichts wird, dann habt ihr anscheinend kein Interesse an Game Modes. Dann werde ich euch da auch keine weiteren vorstellen. Dazu kam eine ganze Menge Blacky Talk, Blacky zeigt, Blacky erklärt. Ich habe sau viel Zeug von Dragon Shield gezeigt. Sowohl an Equipment als auch an den neuen wunderschönen Sleeves, weil sie sind bedruckt. Man kann sie customized bedrucken lassen, das ist unglaublich cool. Dazu kam dann noch das Video zu Foreign Languages, also Deutsch, Englisch, Spanisch. Welche Karten solltet ihr spielen, beziehungsweise welche Sprache solltet ihr spielen? Das kam verdammt gut an. Ich habe mit so viel Hate wegen diesem Video gerechnet, aber danke, danke dafür. Das hat euch anscheinend gefallen. Generell glaube ich, die Blacky Talks und so weiter kommen echt gut an. Dementsprechend werden die in 2021 auch nicht vom Tisch sein. Was aber auch auf keinen Fall vom Tisch ist, sind Gameplays. Und Gameplays kommen ab morgen wieder, hoffe ich. Ich nehme das Video kurz vorher auf. Ich hoffe, ich kriege das hin bis Sonntag. Mein Rechner steht zumindest schon mal. Das Problem ist, ich nehme das hier am Mittwoch auf und Donnerstag werde ich keine Zeit haben. Da wird nur ein Opening hochgeladen worden sein. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Donnerstag war ein Opening. Und da muss ich das schauen, dass ich das Freitag irgendwie hinkriege, weil Samstag habe ich schon wieder ein Turnier. Keine Sorge, nicht in person. Und dementsprechend muss ich mich da echt mal noch drum kümmern. Aber ich kriege es hin, hundertprozentig. Ich verspreche es euch, nicht 100%, aber ich verspreche euch, dass ich mein Bestes gebe, dass ihr morgen ein Gameplay habt. Und ab dann natürlich den Februar durch auch wieder Sonntags-Gameplays. Montags behalte ich das einfach bei mit den Decktags. Ihr fandet die Decktags, die jetzt im Januar kamen, auch ziemlich cool. Danke hierfür nochmal für Frederik, der da auch ein bisschen was beigesteuert hat. Es wird jetzt am Montag auch ein ziemlich geiles Decktag kommen, wie ich finde. Und auch mit einem Gast. Seid darauf gespannt. Guckt euch das auf jeden Fall an. Der Mann hat das auf jeden Fall verdient, dass ihr euch dieses Video anguckt. Er hat sich viel Mühe gegeben. Ja, ansonsten, Openings, Pre-Release, Kaltheim war jetzt, beziehungsweise dieses Wochenende ist released, wenn ich mich alles täuscht. Das heißt, endlich Set Booster. Oh mein Gott, endlich Set Booster. Ansonsten kamen im Januar nur Neuerungen, die was beinhalten wie, ich bin immer noch bei Radio Ravnica. Also wenn ihr den Podcast noch nicht folgt, noch nicht gehört habt oder ähnliches, guckt mal beim lieben Gamery vorbei oder guckt auf Spotify und ähnlichem vorbei. Da sind die ganzen Folgen drauf, wenn ihr nicht genug bekommt von Blacky erklärt. Da rede ich auch eine Menge. Meistens so 50-50. Manchmal ein Drittel. Je nachdem, ob wir einen Gast haben oder nicht. Und ansonsten werde ich mich mit den Openings, die jetzt in nächster Zeit kommen, von den Kits, weniger auf Pre-Release-Kits stürzen, sondern so ein bisschen auf diese 20 Euro Commander-Decks. Ob es jetzt die von Kaltheim direkt werden oder ob ich damit ein bisschen warte. Weil die Leute sind das jetzt gehypt. Natürlich wollen jetzt alle Leute die Dinger von Kaltheim sehen, aber ihr schaut euch die bei einem YouTuber an. Und dann sucht ihr euch hoffentlich einen großen YouTuber raus, der auch viel mit Commander zu tun hat, der euch dazu was erklären kann. Ich mache die Dinger nur auf und rede kurz darüber, wie ich sie finde. Da brauche ich ein bisschen Zeit, auch um das zu evaluieren und um euch eine richtig gute Meinung zu geben. Weil ich bereite mich ja auf die Openings vor. Es mag nicht immer so aussehen, aber ich bereite mich ja auch sogar auf Previous Kids Openings vor oder auf eben andere Dinge, damit ich halt mal nachgucken kann, okay, was ist da drin, was kann ich den Leuten empfehlen und ja, man muss sich eine Meinung bilden. Und in diesen paar Sekunden, gerade bei Commander Decks, ist das für mich zumindest super schwierig. Und ich mag zwar Commander, aber ich bin da sehr weit raus, bin da eher der Legacy-Typ, wisst ihr ja. Erwähne ich gefühlt jede Woche
jedes Video. Was dann ein weiteres an Decktext diesen Monat kommt, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was richtig an Gameplays kommt. Ich werde versuchen, auf jeden Fall den Blacky Talk beizubehalten. Einmal im Monat werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Wenn ich nochmal was zugeschickt bekomme, was ich euch zeigen kann, werde ich natürlich auch in Blacky zeigt machen. Ich werde das mit den Game Modes nochmal probieren. Ich hoffe, das lag nur dran, weil es die Zendikar-Sachen sind und die alle Leute schon kennen. Weil ich habe noch echt coolen Stuff vor. Den habe ich auch schon ein bisschen geteasert in dem Video, aber das hat ja niemand gesehen. Dementsprechend kann ich es hier nur nochmal erwähnen und hoffen, dass ich ein paar mehr Leute damit erreiche. Ansonsten, ihr wisst ja, ich mache keine Verlosungen, keine monatlichen Verlosungen mehr. Ich habe was für den Sommer geplant, aber um diese Lücke zu füllen, um euch was zu geben und weil ihr das auch sehr cool fandet, möchte ich euch eine neue Kategorie am Ende des Videos zeigen, was ihr unten in der Timeline schon seht. Und zwar den Kanal des Monats für mich. Und im Kanal des Monats möchte ich euch einfach nur einen Kanal ans Herz legen, den ihr euch mal anschauen könnt, der einfach super, super cool ist, finde ich. Und ich möchte damit so ein bisschen auch die anderen Leute ein bisschen pushen mit meinen kleinen Zahlen. Aber euch aufmerksam machen auf andere Kanäle. Vielleicht habt ihr den Kanal mal geguckt, vielleicht habt ihr ihn nur überflogen, vielleicht habt ihr einfach nie genug Chance diesem Kanal gegeben oder ähnliches. Das möchte ich hier alles nochmal nach vorne bringen. Vielleicht kennt ihr den Kanal gar nicht und deswegen möchte ich eben diesen Kanal des Monats so ein bisschen in meine Updates-Videos mit reinnehmen. Wie gesagt, es gibt keine Gewinnspiele mehr. Das tut mir leid, aber 2020 mussten wir alle Abstriche machen. 2021 wird, glaube ich, härter. Deshalb freut es mich umso mehr, euch den Kanal des Monats vorstellen zu können. Und zwar Elder Demon Highlander. Elder Demon Highlander ist einer von den Kanälen, wovon ich gerade eben gesprochen habe, die euch wesentlich besser über Commander informieren können und über Commander-Decks und ähnliches. Der liebe Tobi und der liebe Till sind großartige Menschen, super liebe Menschen, mit denen ich auch sehr viel Kontakt in letzter Zeit hatte. Super liebe Menschen, die machen einen großartigen Job und brauchen viel, viel mehr Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach. Gerade jetzt, wo sie anfangen, nicht nur in der Spoiler-Season aktiv zu sein, sondern eben auch im normalen Jahr, sage ich mal. Ihr Kanal beläuft sich darauf, dass sie euch praktisch zuwerfen mit Commander-Ideen. Sie zeigen euch einen Commander, ein paar Karten, die damit gut funktionieren und wie man ein Deck aufbauen könnte. Oder euch zumindest Ideen gibt, damit ihr dieses Deck aufbauen könnt. Und hier genau der lustige Faktor. Eins dieser Videos, die ich sehr oft geguckt habe, ist einfach nur dieses ein Precon-Upgrade für 50 Euro, weil dieses Precon-Update ist sehr, sehr cool und ich habe dieses Precon aufgemacht und ich war ganz kurz davor, ein zweites Commander-Deck zu bauen. Aber das wurde es dann doch nicht. Trotzdem, großartiges Video. Großartige Jungs, die machen richtig coolen Commander-Content. Ganz viel um Deckbau, um Thesen, um Synergy mit Karten und so weiter und so fort. Großartige Jungs. Geht mal rüber, schaut euch die mal an. Und ja, das ist mein Kanal des Monats Februar. Ich weiß, ich habe da jetzt nicht so die große Überschneidungsmasse mit, weil meine Leute gucken hauptsächlich wegen Legacy-Kram. Oder wegen Opening-Kram, Produktreviews oder Erklärbär-Sachen. Dennoch kenne ich ja auch eine Menge Leute, die Commander spielen, die meinen Channel gucken. Guckt euch den Channel auf jeden Fall an. Großartig. Ich hatte ja schon mal dieses Video mit den Top 10 YouTubern und da waren die Jungs leider noch nicht dabei. Aber genau deshalb will ich diese Reihe halt ins Leben rufen und euch jeden Monat mindestens einen Kanal vorstellen. Da können auch Kanäle dabei sein, die ich in dem Top 10 Video schon erwähnt habe. Wer das Video nicht kennt, unten in der Beschreibung mal draufklicken, sind auch 10 wunderschöne Kanäle und auch wirklich viele Leute, die erwähnt wurden. Und deshalb können diese Leute eben auch nochmal erscheinen, weil auf den Kanälen tut sich ja was. Und generell finde ich das großartig, dass in YouTube Deutschland, Magic YouTube Deutschland, sich aktuell so viel tummelt. Nicht nur im YouTube-Bereich im Sinne von Videos und Content Creating, sondern eben auch im Content Creating von Podcasts und ähnliches. Wir haben das ja mit Radio Ravnica gemacht. Wir hatten jetzt gestern eine Folge mit Nackt und Rosa, großartig. Wir hatten vor längerem schon mal eine Folge mit dem Commander Kompass. Diese ganzen Crossover-Sachen sind einfach großartig. Ich finde das so schön aktuell. Und deswegen, Leute, bleibt nicht auf einem Kanal hängen. Guckt euch um, was es noch so gibt. Ich hoffe, ich verliere durch dieses Video nicht meine aktiven Zuschauer. Also schaut auf keinen Fall woanders hin. Schaut meinen Channel. Spaß beiseite. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Na, Blacksit. Ciao, ciao.